Auf den Schildlanden der Krone wollen wir heute das nächste legendäre Pokémon oder die nächste Ultra-Bestie fangen. Doch jetzt wählen wir uns erstmal ein Pokémon aus. Wir hätten hier Aquana, das ist schon mal sehr, sehr geil. Duokles haben wir hier und Castellit. Hat Gestein, hat Käfer. Duokles fehlt der Geistermove Aquana. Ja, da fehlt mit Regentanz wäre das sehr, sehr cool. Ich würde jetzt erstmal in Castellit gehen. Wir müssen mal schauen, gegen welches Pokémon wir am Ende überhaupt antreten, ne? Lassen wir uns überraschen, ja. Aquana, Duokles und Hydragil haben wir mit an Bord, haben die NPCs mit auserwählt. Eine Heilung gibt's. Zweiter Weg von rechts. Ein Flug-Pokémon, das sind wir mit Castellit gar nicht so verkehrt unterwegs. Ja, ich glaube, wir sind nicht nur Gestein, waren wir Käfergestein? Nicht zu viel nachdenken, sonst vergesse ich wieder, wo es die Bären, wo es die Heilung gab. Wir lassen uns einfach überraschen, ne? Wir lassen uns überraschen gegen ein Flug-Pokémon. Wir haben alle drin. Wir haben Arctos, Zapdos, Lavados. Flug-Pokémon, ne? Lugia haben wir. Ho-Oh, weiß ich nicht. Jawohl, Kreuzschere ist hier an Bord. Ja, jetzt ein Dynaschwarm. Und dann ist Willi schon bald in meinem Darm. Oh, sollte ja, die Runde sollte echt schnell rumgehen. Also ich hoffe mal, wir machen mit Castellit guten Schaden. Ne? Das ist natürlich vorausgesetzt, aber ich gehe einfach mal davon aus. Weil ich dachte, wir haben hier den Step auf Käfer mit dabei. Käfer, Gestein. So muss es sein. Ja, Willi ist aber auch ein cooles Pokémon. Ne? Das darf man mal nicht vergessen. Hydragil. Oh, Regentanz hier. Mit Aquana, mit Meteorologe rausballert hier. Stärkt das Ganze natürlich nochmal Charme. Ja, lass deinen Charme spielen. Senkt den Angriffswert um minus 2. Energieball. Natürlich. Ja, normal effektiv. Jetzt kommt der Dynaschwarm. Ah, das hätte mehr Schaden sein können, Junge. Das hätte schon ein bisschen mehr sein können. Spezialangriff sinkt Eisenschädel. Naja, ist auch sehr effektiv. Zack, wir greifen gleich weiterhin an. Käfer gebrummt. Jawohl. Ich denke, in der Runde bekommen wir Willi down. Meteorologe, jawohl. Dürfen wir auch noch vorher? Nein, Willi erstmal noch Magensäfte. Die Fähigkeiten wirkt nicht mehr. Jetzt unser Dynaschwarm. Und da haben wir Willi schon bearbeitet hier. Ja, ich fange es einfach mal ein. Wir haben 4 Hyperbälle noch. Ich muss aber wirklich mal Bälle kaufen gehen. Das erzähle ich schon in einigen Folgen schon erzählt. Und bisher immer noch nicht in die Tat umgesetzt. Und das ist ja nicht mal bei. Wir müssen einfach irgendwo hinfliegen, wo wir Bälle kaufen können. Ne? Ist ja jetzt nicht so schwer. Willi ist, glaube ich, auch ein Pflanze-Gestein-Pokémon, oder? Oder irgendwas anderes. Wir werden sehen. Pflanze-Gestein mit Antikkraft, ja. Aber halt Pflanze. Das ist, ja, wir sind halt auch Käfer. Wir brauchen es nicht. Ich brauche es nicht. Aquana raus. Oh, naja, ob das so geil ist. Pflanze oder Wasser? Ist das ein Shillock? Das ist, glaube ich, ein Shillock. Wir müssen aber den Weg wählen, um dann eine Heilung mitzunehmen. Also, das ist alles nicht so geil. Ja. Gegen Flug treten wir an, ne? Da ist Wasser jetzt nicht unbedingt hilfreich, aber mal schauen. Wir schauen einfach mal. Vielleicht sind auch noch 2 Typen dabei bei dem Flug-Pokémon. Shillock auch wahnsinnig cool, ja. Die Starterreihe. Shigibisasam und Glumanda. Sehr, sehr cool. So, hier sind wir nur normal effektiv. Was hätten wir hier? Hausbruch. Senkt seine Verteidigung und Spezialverteidigung, aber dafür Angriff und Spezialangriff steigen. Und die Initiative stark. Kreuzschere normal. Bräuchten wir. Nee, gegen Flug. Felsgrab brauchen wir gegen Flug. Body Press. Je höher die Verteidigung, desto mehr Schaden richtet sie an. Ja, dann zeig mal, wie hoch deine Verteidigung ist. Castellit. Hydragil packt den Regentanz aus. Ja, Shillock hat, glaube ich, H2O-Absorber oder sowas. Oder könnte es zumindest haben. Dynaflut tut mir selten gut. Hab ich doch gesagt, gar nicht. Das tut mir gar nicht gut, Alter. Aber haben wir nicht irgendwas... Willi könnte einen Pflanzenmove drauf haben, ne? Der hier ballert. Nee, Magensäfte, Alter. Warum Magensäfte? Die Fähigkeit wirkt jetzt erstmal nicht mehr. Ne, Sankto-Klinge, ja. Das ist der erste Schaden, den wir hier machen. So, wir müssen anfeuern.
Naja, Schillock, doch nicht so geil. Käfer gebrummt. Ja, immerhin stabiler Schaden dafür. Das ist normal effektives. Aura-Sphäre. Aura-Sphäre hat das Ding drauf. Energieball jetzt. Jawohl. Arbeitet euch schön voran, meine lieben Kollegen. Schwertanz, du Okles. Und wir kommen jetzt wieder. Und hoffen, dass wir Shillock so richtig schön auf die Schnauze hauen können, dafür, dass es uns hier geone-shottet hat. Ja, yeah, aber wir waren nicht ganz cool. Das muss man sagen, aber es hätte wahrscheinlich trotzdem gereicht. Ja. Body Press. Probieren wir aus. Käfer gebrummt. Gelber Bereich. So, jetzt werden alle Stats und so weiter resettet. Wassersäulen. Ich könnte heulen, Alter. Castellit schon wieder so angearscht hier. Aber immerhin nicht down. Wir können nochmal angreifen, ne? Das reicht nicht mal hier. Das reicht nicht mal. Sancto-Klinge. Haben wir Shillock down. Wunderbar. Aber ich brauch's nicht. Ich hab's, glaube ich, schon mal gefangen. Ich hab's auf der Box hier, also von daher brauche ich das jetzt nicht unbedingt. Wheelie hätten wir als Trostpreis, ja. Was haben die jetzt gerade? Die haben, glaube ich, gerade... Ich weiß es nicht mehr. Eis. Ja, das ist natürlich... Oh, hier ist die Heilung. Eis wäre halt gegen Flug auch richtig nice. Und das ist ein Kangama, oder? Oder irgendwas anderes Großes. Oder nach einer Heilung. Also, na gut, wir könnten jetzt auch down gehen. Ne? Das ist natürlich auch. Wir sind schon im roten Bereich. Also, viel ist da ja eh nicht mehr los. Kangama. Ah, ich glaube, wir kommen durch. Auf jeden Fall hat hier jemand. Es hat jemand Shillock genommen. Das hat Aura-Sphäre. Ballert die schön raus hier gegen Kangama, ja. Ich habe Kampf. Aber nur Body Press, ja. Ich weiß es nicht, wie sich die Stats hier verhalten. Vielleicht hätten wir deine Maxen sollen, ja, um hier schnell durchzukommen. Es regnet, es regnet, die Erde wird nass. Schaufler. Alter, ich bin hier das Opfer. Jedes Mal. Jedes Mal gehen die hier auf mich. So, zwei Leben haben wir dann noch. Komm, Aura-Sphäre, Shillock. Nee, Hydropumpe und die hat auch noch verfehlt. Du Okles Schwertanz. Aber ich hoffe, die anderen werden nicht gleich aus dem Leben gezündet. Alter, schon zwei Leben verspielt, ja. Käfer gebrummt. Jawohl, das ist solide. Body Slam. Ach du Scheiße, ja. Oh, warum greifst du denn jedes Mal mit... Ey, drück da mal Aura-Sphäre oder hast du das vergessen, wie das geht? Sancto-Kling. Ja, das ist so. Du bist mit gutem Beispiel voran, Kollege. Jetzt kommen wir wieder und ich hoffe, wir können mit Body Press durchkommen und das macht hoffentlich auch guten Schaden, ne? Aber Kangama ist schon heftig, wie das angreift hier. Käfer gebrummt wieder. Gelber Bereich. Wir sind schon im gelben Bereich, Freunde. Erdstoß. Düner Erdstoß. Geht das wieder auf mich? Nee, auf du Okles. Das ist okay. Und danach gibt es eine Heilung, das ist okay. Steigt die Spezialverteidigung und Hydropumpe ist speziell natürlich. Warum greift der nicht? Der kann doch Aura-Sphäre, Mann. Roter Bereich, ja. Ist okay. Sancto-Kling. Zum Glück sind wir mit minus einem Leben hier durchgekommen, ja. So, wir fangen das. Also ich fange es nicht ein. Wer weiß, ob es irgendjemand anders mit reinnimmt. Dann schauen wir mal, ob wir gegen den Flug, gegen das Flug-Pokémon antreten können, ob wir dem gewachsen sind. So hat keiner reingenommen hier, Kangama. Okay, na gut, dann nicht. Jetzt versuchen wir jetzt erstmal ein bisschen zu heilen. Ich bin schon full life, weil ich schon zweimal down gegangen bin. Die anderen sind alle im grünen Bereich. Ist ja erstmal alles gut. So, Flug-Pokémon. Was gibt es denn hier noch für Flug-Pokémon? Legi oder Ultra-Bestie? Das ist hier die Frage. Das sieht aus wie eine Ultra-Bestie. Kaguron. Flug. Da ist doch irgendwas anderes noch mit drin, oder? Geht schon wieder nach Stahl aus oder sowas. Jetzt gerade nur normal effektiv. Irgendwas anderes, irgendwas ganz anderes. Ah ja, wir greifen einfach mal an. Käfer gebrochen. Egelsamen. Ah, schön, das Ding heilt sich jede Runde. Naja. So wie es aussieht, keiner was sehr effektiv ist. Ja, Kampf war auch nicht mal sehr effektiv, ne? Sancto-Klinge.
So, Egelsamen. Das ist eklig, Alter. Egelsamen ist so eklig hier. Also interessiert mich schon, was das für ein Typ ist hier. Fluh, es ist ja Fluh. Und noch irgendwas anderes. Kreuz, Käfer ist nicht sehr effektiv. So, wir können auf jeden Fall deine maxen, ja. Dünner Faust erhöht den Angriff der Mitstreiterseite. Jo, kann man machen, oder? Plus 1 Angriff, jawohl. Komm, wir müssen jetzt, wir brauchen jeden Schaden, jeden KP, den wir abziehen, den brauchen wir hier. Pushen wir uns erstmal in Angriffshöhen. Ja, aber was ist das für ein Typ, ne? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, Käfergebrummen kommt wieder. Ja, wir machen aber auch nichts hier. Wir machen keinen Schaden. Hydropumpe. Ja, das war schon ein bisschen... Oh! Erdbeben hat der drauf. Jetzt kommt unsere Dünerfaust und jetzt steigern wir schön unseren Angriff. Alter, das macht einfach, wie das keinen Schaden macht hier. Wie das einfach mal keinen Schaden macht. Jetzt steigt der Angriff auf der Mitstreiterseite. Ja, Sanktoklinge, genau. Sollte ein bisschen mehr Schaden jetzt gemacht haben. Aber Egelsamen regeneriert wieder ein bisschen was. Oh, Junge. Was macht denn eigentlich Dünerbrocken, ne? Nee, Sandsturm brauchen wir jetzt nicht. Wir pushen da lieber unseren Angriffswert. Ne? Das, denke ich, ist noch am besten. Hydragier, Regentanz. Naja. Eisstrahl. Ja, das bringt's auch nicht, alter Eisstrahl. Kommt wieder Erdbeben. Duokles ist down, Hydragier fast down. Oh, oh. Wenn das nächste Pokémon down geht, dann ist Ende Gelände. Bestienboost. Ja, der Bestienboost. Spezialangriff steigt. Dünerfaust. Bringt jetzt auch nichts mehr. Hey, was ist denn? Ich würde da mal echt der Zweityp interessieren. Aber es steht dann, glaube ich, da. Wenn ich den Raid nochmal starte, steht das, glaube ich, da, gegen was man hier antritt. So. Naja. Naja. Bleibt nichts anderes übrig, hier als anzugreifen. Käfergebrummen nochmal. Also vielleicht schaffen wir es auch in den gelben Bereich, ne? Eisstrahl. Ja, wir sind schon im gelben Bereich. Ja, jetzt wird alles hier resettet. Mal ein schönes Angriffsplus. Dünner Stahlzack. Ja, das ist sehr effektiv, aber wir überleben das nochmal. Steigert hier die Verteidigung auch noch. Ja, schöne Sache. Ich mir vielleicht Feuer oder sowas oder Boden. Der Boden wäre hier auch gut dagegen, aber es ist halt ein Flug. Ich weiß nicht, Flug-Pokémon. Aber es hat die Fähigkeit Bestienboost. Kann keine Schwebe haben. Aber ich weiß nicht, wie sich das bei Flug-Pokémon verhält. Also vielleicht eher Feuer. Auf Feuer setzen. Aber es hat Erdbeben. Das ist auch kacke, ne? Na, wir müssen schauen. Wir müssen schauen, was wir serviert bekommen. Und damit müssen wir dann leben. So, wir sind jetzt nicht mehr gedynamaxed. Felsgrab, Käfergebrummen. Oh, Alter. Katapult. Auf mich. Und das reicht. Das war's mit dem Lars hier. Nächste Runde kommt. Die zweite Runde gegen das Bestien-Pokémon, gegen die Ultra-Bestie, beginnt jetzt gegen Karu. Wir haben diesmal noch 3 Leben hier am Start. Und ich habe diesmal ein Lamos mit einem Flammenwurf hier. Es hat aber keinen Step drauf, aber ich hoffe mal, wir machen hier guten Schaden. Wir haben auch eine andere Pokémon, die könnten sehr effektiv dagegen sein, aber ich weiß eben nicht, wie sich das Flug- und Stahl-Pokémon, ne? Flug-Pokémon werden ja generell nicht vom Boden Attacken getroffen, deswegen ist die Pferdestärke von Nidoking wahrscheinlich hinfällig. Na, wir warten ab, wir warten ab. Wir müssen uns überraschen lassen. Auf jeden Fall, dein ist hier jetzt erstmal schön. Aber wir sind das langsamste Pokémon auf dem Feld. Na, das muss man sagen. Ich weiß nicht, wie schnell das Teil ist. Kagurun Mantax erstmal Rundumschutz. Okay. Daunenreigen Faser Snob. Das senkt erstmal hier den Angriffsstart. Ja, könnte hilfreich sein. Feuerschlag. Aber Feuerschlag hat Nidoking drauf. Das ist immerhin schon mal etwas. Gyroball. Das ist okay. Das ist sowas von okay. Jetzt kommt mein Dynabrand. Und können wir das Ding räuchern? Naja. Wir machen aber auf jeden Fall mehr Schaden als in der ersten Runde. Ja, das muss man mal dazu sagen.
ist immerhin etwas besser. Ne? So, wir greifen weiter an. Mantax geht wieder auf Rundumschutz. Und das ist übrigens hier ein Stahlflug-Pokémon. Ja, hatte ich, glaube ich, vorhin schon gesagt. Ne? Vorhin hatte ich, in der ersten Runde hatte ich gerätselt. Aber es ist tatsächlich Stahl und Flug. Ne? So, also genau dieselbe Typenkombination wie Panzer-Aeron. Oh, Faser-Snob ist abgestürzt. Das heißt, da kommt wohl bald ein Erdbeben. Was? Zack, jawohl. Gelber Bereich ist angesagt. Diesmal können wir uns deutlich besser voranarbeiten. Wir haben noch drei Leben. Ne? Mantax wieder rund im Schutz. Ja, falls Erdbeben kommt, ist das gar nicht mal so verkehrt. Doppelflügel, Faser-Snob. Naja, das macht jetzt nicht ganz so viel. Aber wir nehmen, was wir bekommen können. Sehr schön. Feuerschlag kommt wieder. Jawohl, jawohl. Die Angriffe werden jetzt leider stärker von dem Teil. Jetzt kommt Düner Erdstoß. Oh, okay, auf den geht der. Voodoo King wahrscheinlich. Ja, auf mich, die blöde Sau. Aber das ist okay. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ich überlebe das nämlich. Der Kollege. Voodoo King hätte das wahrscheinlich nicht überlebt. Zack. Düner Brand, aber es wird noch nicht reichen. Ne? Der Düner Brand. Nein. Aber ich dachte, vorhin hätte ich mehr Schaden gemacht. Ah, Dynamax-Zeit ist jetzt um. Die ist vorbei. Flächenmacht ist nicht sehr effektiv. Ja, okay, wenn Psychofeld aktiv gewesen wäre, ja, das dann steigt die Stärke. Aber wir haben ja nur starken Sonnenschein. Und wie viel Schaden machen wir jetzt? Ungedynamaxed. So, Doppelflügel hat es in den roten Bereich hineingedrängt. Taucher Mantax. Diesmal bekommen wir keinen Rundumschutz gestellt. Naja, Feuerschlag. Okay, ich weiß nicht, ob mein Flammenwurf da jetzt reicht. Es wird erstmal alles hier resettet. Jetzt kommt das Erdbeben. Es hat Mantax verfehlt, aber trifft den Rest vom Schützen fest. Und Nidoking King ist down. Aber das macht nichts. Wir haben noch zwei Leben. Ne? Lass uns hoffen, dass der Feuer-Flammenwurf hier reicht. Es geht ja den Bestien-Boost. Ne? Der ist auch so nervig, ja. Noch ein Pokémon, noch ein Leben haben wir übrig. Komm, lass es reichen, Alter. Es wirkt wieder. Oh, wirkt wieder. Angriff steigt weiter. Flammenwurf. Wow, 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 wow. Das war eine knappe Geschichte. Ja, natürlich wollen wir es einfangen hier. Kaguron, deswegen waren wir hier. Wir wollten Kaguron einsacken, ne? Haben wir es doch geschafft. Und da war nicht mal Step auf Flammenwurf, ne? Sehr, sehr gute Geschichte hier. Sehr, sehr gute Geschichte. So, jetzt bin ich gespannt, was das für ein Moveset hier drauf hat. Wenn durch den besten Boost der Angriff steigt, ist Angriff ja der höchste Wert bei dem Teil. Wie hoch wird er sein? Das schauen wir uns jetzt gleich an. Wie groß ist das Teil? Vor allem Flug. Flugstahl, ne? Das sieht überhaupt nicht aus wie ein Flug-Pokémon. Ne? Das Ding kann doch nie im Leben fliegen, oder? Kaguron. Die Arme fliegen oder schweben. Ne? Wenn man sich das so anguckt, das sieht schon echt wild aus. Ne? Weiß ich nicht, was das darstellen soll. Müsste man sich eigentlich mal den Pokédex-Antrag, den Bericht mal anschauen. Kann man das? Nee, da, jetzt. Ja, den schauen wir uns später an, den Bericht. Wir packen es erstmal ins Team rein. Ja, und dann packen wir das Caputoro aus dem letzten Part auf die Box. Und dann wird das Spiel natürlich jetzt auch nochmal schön gespeichert, so wie man es kennt. Und dann schauen wir uns mal das Teil an. Wie groß ist es? Was hat es für Moves drauf? Aber was das darstellen soll, habe ich keine Ahnung. Ah, hier, ich dachte schon, wo ist das kleine Teil? Aber hier ist es. Ja, ein bisschen größer. Es schwebt langsam, ja, es schwebt ganz langsam hier. Ja, aber keine Ahnung, was das darstellen soll. Vielleicht wisst ihr das, schreibt das in die Kommentare rein. Mir erschließt sich das bisher nicht. Natürlich Stahlflug. Angriff auf 184, naja. Geht so. Bestienboost kennt man. Egelsamen, Katapult, Gyroball und Erdbeben haben wir hier am Start. Aber den Pokédex-Eintrag, ich weiß, können wir das jetzt gleich finden hier, ohne großartig zu suchen. Rüstungskronendex. Im Kronendex Koronospa
Wie heißt das? Kagoron. Was suchen wir jetzt hier? Kagoron. Gibt es das überhaupt hier drin im Pokédex? Bin ich schon vorbei? Ganz unten waren die Legis, ne? Ultrabestien. Wir suchen Ultrabestien. Wir müssen eigentlich nur gucken, wo die Bälle sind. Da haben wir ja schon Pokémon gefangen. Flamara haben wir gefangen. Nidoking. Lichtlein, Lichtlein. Ja, aber wo sind sie denn? Wo sind die Ultrabestien? Laudos, Zapdos, ja, haben wir alle. Nee, hier ist es nicht drin. Hier ist es nicht. Hier wird sie auch nicht sein, im normalen Pokédex, ne? Nee, ich habe keine Ahnung. Vielleicht werden die hier nicht angezeigt im Pokédex. Wer weiß das schon? Auf jeden Fall sind wir jetzt am Ende des Parts angelangt. Und wenn ihr die nächsten Videos nicht verpassen wollt, dann abonniert jetzt gerne den Kanal und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und tschüss!